Sonderle Bastelzeit und heute wollen wir mal wieder so ein bisschen hinter den Produkt gucken. Mal gucken, wie die Profis das machen. Profis in Airquotes, weil das hier ist mal wieder ein sehr günstiges Gerät. Und zwar, ja, ich wollte ein paar Sachen aushärten, die UV-Kleber benutzen. Also UV, irgendwas zum Aushärten wäre cool. Und was ich gefunden habe, ist das hier. Ein Professional Gel Polish LED Nail Lamp, Dryer Lamp. Das ist normalerweise für so Nagelpflege. Da bin ich jetzt ein bisschen weiter weg von. Aber ne, wenn wir es benutzen können, wenn wir gucken, das ist Anti-Glare Hand Sensor. Okay, eine High-Power LED und 5 Volt DC in. Also wahrscheinlich das Ganze per USB. Ansonsten, Professional, ne? Wissen wir ja schon. Und hauen einfach mal alle Logos drauf, die wir so finden können. Also, wie lange gibt es den grünen Punkt schon nicht mehr? Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob es die noch gibt, aber ich bin mir sehr sicher, dass sie das Produkt hier nicht zertifiziert haben. Und auch sonst Comfortable Eye Contact und Relief Burning Sensation. Also Augenkontakt würde ich nicht herstellen wollen. Und eine Burning Sensation, die hat man höchstens nachher, je nachdem, was da verbaut wurde. Können wir das Ding auch schon mal sehen. Das ist halt so ein U und da schiebt man seine Hand dann drunter. Oben drei Knöpfe, wahrscheinlich noch ein Display. Und hier jetzt ein Pink. Mal gucken, ob es wirklich Pink ist. Auch die technischen Daten, sehr optimistisch. Wir haben angeblich 18 LEDs, die 365 und 405 Nanometer können. Eine Power von 54 Watt. 54 Watt bei 5 Volt. Das wäre 10 Ampere, oder? Also ein bisschen drüber. Ich glaube nein. Und ja, die Dimensions, die wurden zugeklebt. Haben wir sonst noch irgendwas hier rumstehen? Nur noch die letzte Seite. Made in China, wer hätte es erwartet? Und ansonsten Sunshine Nails, Comfortable Eye Contact, Relief Burning Sensation, nochmal Double Light Source, wussten wir auch schon mal. To Cure UV Gel, Builder und LED-Gel. LED-Gel, okay. Wegen mir 18 LEDs, No Dead Zone und 50.000 Stunden Lifetime, wenn man Lifetime auf ein Produkt draufklebt. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Also, schauen wir mal, was wir bekommen und Trommelwirbel, yay, es ist pink, natürlich. Ja, ich habe so viel Big Life geguckt, ich weiß. So, kriegen wir sonst noch irgendwas? Nö, Packung sonst leer. Da ist nichts mehr, also tatsächlich nur das Tütchen. Und tada, da sind wir. Ja, wenn wir von hier drauf gucken, kann man hier auch schon sehen, dass da offensichtlich so 7 Segmentanzeigen drin sind. Ein paar Knöpfes und das an der Seite könnte wahrscheinlich das sein, womit das festgemacht ist. Die Knöpfe haben so ein bisschen Beschriftung, 30 Sekunden, 60 Sekunden, 90 Sekunden. Und hinten, da baumelt dann noch der obligatorische USB-Anschluss, der vom Kabel ja mit Sicherheit keine 54 Watt macht. Aber ich hätte es auch ehrlich gesagt nicht erwartet. Und wie sieht es drinnen aus? Boah. Auf der einen Seite, es sieht nicht so schlimm aus wie erwartet. Wir haben ja immer Vierergruppen. Vierer- und Dreiergruppen. Das sieht erstmal okay aus. Wir haben auch einen QC-Sticker, der natürlich immer für Qualität spricht. Was mich aber so ein bisschen wundert, ist, wie die LEDs aussehen. Denn UV-LEDs hätte ich jetzt nicht mit diesem gelben Gel erwartet. Aber gut, wird sich bestimmt wer was bei gedacht haben. Ansonsten hier noch ein paar Lüftungsschlitze und jede Menge Schrauben. Was ich nicht sehe, das ist der versprochene, stand da nicht was auf der Packung von einem Hands-Sensor? Ich wüsste jetzt nicht wo, es sei denn hier oben ist irgendwas, dass man so drüber gehen kann für an aus, aber hier unten erkennt er auf jeden Fall never mind. Ich wollte gerade sagen, keine Hand, aber hier sind noch Löcher an der Seite. Und da ist tatsächlich eine Lichtschranke. Okay, dann hat er doch einen Handsensor. Nice. Ja, testen wir erstmal. Und dann gucken wir, ob die Burning Sensation wirklich so schlimm ist. Ich habe jetzt leider gerade keinen USB-Powermeter zur Hand, aber ich denke mir, ich hänge es gleich dran, aber es werden keine 54 Watt sein. Das haben wir, denke ich, schon ausreichend festgestellt. Also Strom an und passiert irgendwas? Nein. Oh, doch. Ah,
Ah, hier drunter geht. Tada, tada, tada. Und es sieht tatsächlich so ein bisschen nach UV aus. Also es könnte in die Richtung gehen. Also, die Lichtschranke geht schon mal. Das ist mal eine blöde Frage. Welche Seite haben wir? Das ist relativ direktional. Wir haben hier was Klares und hier was Getöntes. Wird auch irgendwie UV oder sowas sein oder Infrarot als Lichtschranke. Ja, wahrscheinlich eher Infrarot, weil UV, dann würden die hier ja dazwischen funken. Gut, ansonsten, wenn wir hier den so rumhalten und ich mal die Finger da drunter setze, dann 99, 98, er läuft also für 99 Sekunden wahrscheinlich Maximum. Wofür sind dann die Knöpfe hier? Okay, dann geht's an für 30 Sekunden, egal ob was drunter ist oder nicht. Macht er was, wenn ich da drunter und wieder rausgehe? Nein. Okay, gut. Also, gucken wir mal, was passiert, wenn der Timer abläuft. Warten wir mal ein paar Sekunden. Und 0, Ding geht aus. Okay, jetzt sind wir wahrscheinlich wieder im Standardmodus. Okay, gut. Im Übrigen, das mit den Augen, UV ist nicht gut für die Augen, aber das hier ist allein schon vom Preis her kein UVC. Wir werden hier also keine Affen grillen, wie das manche Festivals tun. Aber naja, man sollte vielleicht die Dinger trotzdem nicht mit ins Auge reinmachen. Was mich jetzt natürlich interessiert ist, was haben sie hier verbaut? 7 Segmentanzeigen, klar. Muss irgendein Mikrocontroller wahrscheinlich dahinter sein, denn mit dem 555 oder so glaube ich nicht, dass sie 7 Segmentanzeige da noch implementiert hätten. Außerdem, ja, Lichtschranke, das wird einfach nur ein IR-Sender und Empfänger sein, der dann irgendwie ein Signal an den Mikrocontroller gibt und dann die 99 Sekunden loslaufen lassen. Wenn es 99 Sekunden sind, können wir ja gleich auch mal testen. Und ja, würde ich sagen, wir haben hier irgendwie eine Menge Schraublöcher gesehen. Zerlegen wir gleich mal, aber erstmal die 99 Sekunden hier noch abwarten. Mal gucken, ob die dann auch funktionieren. Und 99 Sekunden, ja, geht auch wieder aus. Und so haben wir dann eine Maximalzeit und sobald wir wieder drunter gehen, fängt es wieder an. Okay, zerlegen wir mal und wir nehmen Betten an. Was haben sie denn verbaut? Ganz so ein STM32-Klon, 8051er. ST gibt es da, glaube ich, die relativ verbreitet sind. Ich würde schätzen, irgendwas aus der Ecke werden wir jetzt hier drin finden. Aber nicht mit dem Schraubendreher. Mal die faule Methode. Okay, dann schauen wir mal. Kriegen wir es jetzt ab? Ja. Wow, okay. Die Knöpfe fallen raus. Interessanter Aufbau auf jeden Fall. Das hätte ich so nicht erwartet. Wir haben auf jeden Fall hier schon mal die Knöpfe, wie gesagt, das Display. Das ist ein normales Circuitboard darunter. Aber diese ganzen LEDs, die sitzen nochmal auf eigenen Metallplatten, wahrscheinlich zur Kühlung. Dann werden sie doch stärker getrieben als gedacht. Dann entsprechend hier Sender-Empfänger an der Seite. Und das wär's dann schon. Von hinten, der wird anscheinend verteilt von der Platte. Und die hier sind dann in Serie jeweils zu der Seite raus. Das heißt, wir haben immer drei oder Kette von drei LEDs quasi hintereinander. Up-Controller. Und den Controller hat man anscheinend auch nicht ganz richtig gebaut, um es mal in Airquotes zu sagen. Denn hier unten diese Ecke, die wird normalerweise abgemacht. Das ist von der Fertigung. Nur gut, gucken wir uns mal eine von den LED-Dingern hier an, wie die aussehen. Müssten ja 4 Stück drauf sein. Das könnte ein Alu-Circuitboard sein. Und ist es das? Ja, tatsächlich. Ein Aluminium. Kern oder eine Seite Aluminium, eine Seite tatsächlich Leiterplatte mit den LEDs drauf. Ja, einfach plus minus und sie sind parallel. Ja, sie sind parallel geschaltet. Okay, hängt also alles parallel, wie es aussieht. Und das sind dann sogar 3 verschiedene Arten von Board. Das hier ist ja Ende und das hier ist das mit den Dreien mit weiter verbinden. Und hinten haben wir dann noch eins, was komplett weiter verbindet. Okay, holen wir die mal raus. Und hier auch mal eins, ob das die gleichen sind wie auf der linken Seite. So, erste Frage. Links, rechts. Sind tatsächlich unterschiedliche. Also sie sehen gleich aus, aber hier ist eine 1 drauf und hier ist eine 5 drauf.
denke, man kann es so ein bisschen erahnen. Da unten ist die 1, da ist eine 5. Sind also tatsächlich einzeln hergestellt für die jeweilige Position. Der hier 2, einen großen Blob. Denke nicht, dass der da hingehört. Das wird irgendwie ausgelaufener Kleber oder so sein. Und der hintere. Okay, jetzt lasst mal gerade gucken. Sind die parallel oder sind die hintereinander? Die hier auf der 2 sind parallel. Die 3 ist auch parallel. Gut, das heißt, alle LEDs sind parallel geschaltet. In den LEDs selber, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, sind 2 Punkte. Also ich würde mal schätzen, das sind 2 hintereinander. Das wären dann normalerweise bei UV, glaube ich, etwa 3 Volt. Dann wären es 6 Volt. Das könnte ja hinkommen. So, und dann mit 5 Volt ansteuert. Bisschen unter, bisschen zu wenig, aber das ja, würde passen. Können Sie ja gleich nochmal messen. Erstmal machen wir den hier aber wieder fest. Dann gucken wir uns die Steuerung noch an. So, also Rückseite von dem Board hier. Ich erwarte einen Mikrocontroller. Und was bekommen wir? Überraschung, ein Mikrocontroller. Aber ehrlich gesagt, weniger als erwartet, haben Mikrocontroller einen Q, das könnte dann Transistor sein, der alles schaltet. Na gut, mal ein paar Fotos und dann gucken wir uns das am PC genauer an. So, dann gucken wir uns mal gerade hier das Board an. Wir haben hier unten, wie gesagt, dieses V-Score. Das heißt also, hier wird normalerweise die Platine abgebrochen. Wieso man da den Rest dran gelassen hat, whatever, soll uns mal nicht stören. Dann habe ich hier das eigentliche Board, Rückseite und die gespiegelte Vorderseite. Bauteile haben wir nicht viel. Wir haben die 3 Buttons hier und entsprechend die 7-Segment-Anzeige. Sonst ist da auf jeder Seite nichts. Und auf der anderen Seite, da haben wir dann den Rest. Gut, gehen wir mal gucken, was wir haben. Wir haben hier, wie gesagt, die Buttons. Das sind die hier. Die sind einmal hier alle auf Masse verbunden. Gemeinsam mit interessanterweise ein paar Dingen, die nicht passen von der Beschriftung, aber hey. Und zwar sind die verbunden mit FS-. Das ist einer von den Fotosensor wahrscheinlich. Dann mit dem DC-. Das ist also einfach unser Eingang vom USB hier. Das heißt also, es ist definitiv der Minuspol hier. Aber auch gleichzeitig hier hinten auf der Seite mit JS+. Okay, da steht definitiv ein Plus. Nehmen wir mal zur Kenntnis, wird schon sich irgendwer was beigedacht haben. Die schalten dann jeweils hier auf die und die sind hier oben jeweils durch einen Widerstand mit 332, also 3300, 3,3 Kiloohm auf einen Pin vom Mikrocontroller verbunden. Das haben wir hier für alle. Aber hier ist ja auch noch was, ne? Hier, hier und hier. Ja, sie nutzen die Pins doppelt. Einmal, um die Taste abzufragen, aber gleichzeitig, um das Display hier anzusteuern. Das heißt dann aber auch, dass wahrscheinlich, solange wir einen Taster drücken, das Display Unfug macht. Gut, spart halt irgendwie Dinge. Nehmen wir also mal so zur Kenntnis. Wir haben hier 3 Pins, die Dual-Use haben für die Taster und für entsprechend Teile vom Display. Die anderen Teile vom Display, die hängen dann an eigenen. Hier auch wieder mit einem Widerstand. Hier oben alles ohne Widerstand, direkt auf die jeweiligen Pins drauf. Bis auf den äußeren, der hat dann wieder einen Widerstand. Okay. Und wenn wir hier gucken, die Widerstände, das ist, ich kann es nicht 100% erkennen. Ich glaube, es ist 571, 570 Ohm. Könnte ungefähr hinkommen, dass das irgendwelche Vorwiderstände quasi für die LEDs sind und das dann irgendein Teil von der Matrix ist, wie das Ganze sich kodiert. Was haben wir dann noch? Naja, gehen wir doch mal den DC+ durch. Der kommt hier oben, das ist der Pluspol von unserem USB. Der geht, wir gehen jetzt erstmal hier unten den, über eine Sicherung im Sinne von einem 0-Ohm-Widerstand. Und von da aus mit einem Kondensator hier rein. Ich gehe mal davon aus, auf den hier wahrscheinlich. Das hier oben wird wahrscheinlich dann der Minuspol sein. Und ja, so kriegt der Controller hier seinen Strom. Gleichzeitig geht es aber nochmal über diesen 151, also 150 Ohm Widerstand auf den hier. Das heißt, das hier wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit FS, unsere Infrarot-Sendediode sein. Also einfach eine Leuchtdiode mit einem Vorwiderstand.
Was rausgeht, muss ja auch zurückkommen. Das sind die beiden hier. Das ist also unser Fotosensor. Der ist hier angeschlossen auf Plus, was aber Minus ist. Und hier kommt es zurück. Ich gehe mal davon aus, das ist ein Fotowiderstand. Das heißt, je mehr Infrarot, ich sage Infrarot, ich habe es nicht gemessen. Es erscheint mir aber sinnvoll. Also je mehr dieses unsichtbaren Lichtes zurückkommt, desto mehr wird der gegen Erde entsprechend wegleiten. Das würde auch hierzu passen. Das hier ist dann 472, 4,7 Kiloohm in Pull-Up in dem Fall hier. Das heißt, das hier wird Plus sein. Der geht hier drauf und entsprechend haben wir hier einen Pin, der darüber geht. Das heißt, hier wird ein ADC oder ein Schwellwert oder irgendwas dahinter stecken. Standardmäßig ist er über diesen Widerstand hier auf einem hohen Pegel gehalten, also 5 Volt. Und wenn hier aber genügend Licht zurückkommt, wird hier abgeleitet und dann geht hier diese Stelle auf Ground runter oder zumindest in diese Richtung. Ja, gut. Fehlt nur noch eins, nämlich die LEDs selber. Die sind unser zweiter Ding, was direkt hier vom USB versorgt wird. Das heißt, der USB geht direkt ohne irgendwas davor auf die UV-LEDs. Von da aus kommt es zurück auf dem Kabel hier und das müssen wir gegen Ground schalten. Dazu ist dann der hier da, ein stinknormaler Transistor. Der geht hier rein, ist hier mit Ground verbunden, also hier hinten rum irgendwie. Und ja, der muss natürlich noch ein Signal an der Basis haben. Das kommt von hier und an der Stelle korrigiere ich mich nochmal, weil hier sehen wir hier der Pin, der ist auf Ground gezogen, hier oben drüber. Das heißt also, dass wahrscheinlich das hier nicht stimmt. Das heißt, wir machen mal unseren Pluspol für den Controller weg. Der wird stattdessen nämlich hier oben drauf dann sitzen, dass das hier unser Plus ist. Und das hier ist das Signal, was hier rausgeht. Das heißt, wenn wir hier eine Spannung drauf geben oder einen Strom fließen lassen, dann wird entsprechend hier die Basis vom Transistor, wird wahrscheinlich ein MOSFET sein, hochgezogen. Der leitet dann und die LEDs gehen an. Und um dafür zu sorgen, dass wenn hier nichts passiert, die LEDs nicht random angehen, haben wir hier nochmal 153, 1,5 Kiloohm Widerstand, der entsprechend dagegen GND zieht. Das heißt also, wenn der Controller nichts macht, ist hier das definiert auf 0 Volt und entsprechend der Transistor aus. Gut, ich denke, wir haben alles verstanden. Es gibt ein paar Sachen, die mich ein bisschen wundern. Zum einen halt, naja, 0 Ohm Sicherung. Gut, das wird man hier als Jumper auch benutzt haben, dass der Ground unten drunter durchkommt. Wobei, wir brauchen keinen Ground, der unten drunter durchkommt. Also, nee, hätte man wahrscheinlich nicht benötigt, den hier. Das Einzige, was der wahrscheinlich versorgt, ist der C. Aber gut. Und was mich dann nochmal verwundert, das ist, dass wir hier so viele unterschiedliche Widerstände haben, die man wahrscheinlich hätte konsolidieren können. Also gerade wenn wir hier gucken, das hier ist 4,7 Kiloohm, das hier ist, ups, habe ich eben falsch gesagt, 15 Kiloohm, okay. Das hier ist 150 Ohm. Da würde ich mich jetzt fragen, nee, könnte man hier nicht kleiner machen, dass man denselben wiederverwerten kann? Oder irgendwas hiervon vielleicht hier weiterverwerten? Die Sache ist halt, je mehr unterschiedliche Bauteile man benutzt, desto mehr Feeder braucht man auch. Also Rollen, wo entsprechend Zeugs drin ist, was bestückt werden soll. Und üblicherweise kostet es Geld, mehr davon zu machen. Andererseits, ich schätze mal, die Bauteilrate hier ist so klein, dass es wahrscheinlich nicht mehr viel ausmacht. Und hier ist ohnehin sehr viel, was per Hand bestückt werden muss. Gerade die ganzen Kabel, die kann man halt nicht automatisiert löten. Also kann schon, aber wird wahrscheinlich nicht passieren. Und okay, immerhin, wir wissen jetzt, was das Ding hier macht. Das hier ist irgendein Mikrocontroller. Es steht nichts drauf, da ist keinerlei Beschriftung, aber ja, wenn einer von euch gucken will, erkennt jetzt ja das Pinout irgendwie so grob. Also viel Spaß rauszufinden, was das ist. Mir ist es im Endeffekt egal, das Ding macht irgendwie Display und LEDs an aus. Wird schon passen. Okay, dann schauen wir doch mal, wie es USB-technisch aussieht. Irgendwo hatte ich auch meinen Tester. So, 5 Volt. Yep. Und wie viel Watt kriegen wir? Ich tippe mal auf so 5 Watt vielleicht, ein Ampere dann. Also schauen wir mal an. Im Standby braucht er ungefähr 30 mA plus minus ein bisschen. Es ist halt nicht dafür gedacht, so kleine Lasten zu messen. Und wenn wir jetzt einschalten,
dann kriegen wir ungefähr 880 Milliampere, also 4,5 Watt. Mehr ist es nicht. Etwas entfernt von den versprochenen, das waren es 53 Watt, sorry, 54 sogar. Aber ja, ich denke mal, das sollte auf jeden Fall ausreichend sein. So, gucken wir gerade noch, wenn wir schon dabei sind, auf die LED-Spannung. Ich habe hier schon mal eine losgemacht. Dann können wir mal gucken, ob die wirklich alle parallel sind und was wir da so rauskriegen. Also nehmen wir uns ein bisschen Strom und gucken einmal da drauf. Hoffen wir mal, dass die Beschriftung plus minus hier stimmt. Dann kriegen wir das so gehalten. Dann drehen wir mal die Spannung langsam hoch und... Und da leuchtet so ungefähr bei 3 Volt. Okay, das ist ungefähr auch das, was ich erwartet habe. Etwa 3 Volt. Dann können wir nochmal rumdrehen, das Ding mit der Original-Hardware einschalten, gucken, welche Spannung war. Achso, was wir gerade aber noch machen können. Gehen die anderen auch an, sind sie wirklich alle parallel? Ich meine gerade gesehen zu haben, dass alle anderen auch angingen. Versuchen wir das nochmal. Plus, minus. Ja. Leuchtet alles, also alles parallel. Wie wir das erwartet haben. Gut. So, Gerät ist an. Multimeter liegt bereit. Also starten wir mal. So, einmal an. Und was erwartet ihr? Was kriegen wir? Ich tippe ja wieder auf so ungefähr 3 Volt. Und es sind... Na... 3,4 Volt. Ungefähr um den Dreh. Okay. Fehlt dann nur noch eine einzige Frage. Wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Wir wissen, wie viel es wirklich leisten kann. Aber was wir noch nicht wissen, können wir damit tatsächlich irgendwas, was UV erwartet, dann hier curen, also trocknen, belichten, whatever. Dazu nehme ich mir mal ein paar Platinen und etwas Lötstoffmaske, die UV aktiviert ist. Da hier sowas zum Beispiel, das ist UV Curing Solder Mask Ink. Das klingt irgendwie richtig, so als ob hier der das hinkriegen sollte. So, den machen wir mal kurz aus. Nicht, dass ich mir hier die Tube belichte, das muss nicht sein. Und hier haben wir ein paar alte Boards, die nicht wirklich funktioniert haben. Also probieren wir die mal. Ich habe bei beiden jetzt hier entsprechend mal ein bisschen rumgekratzt und ein Loch in die Original-Lötstoff-Maske gemacht. Das heißt, wir versuchen das jetzt mal jeweils auszufüllen. Einmal mit UV, einmal ohne. Also gucken wir mal, wie gut das hier funktioniert. Bläh. Da war ein bisschen mehr Druck drauf als erwartet. Aber gut, nehmen wir die nicht mehr ganz so dolle Pinzette. Versuchen das mal hier in dünnen Schicht zu verteilen. Das war definitiv zu viel. Na gut, dann kriegen beide eine schöne dicke Schicht. Definitiv normalerweise zu dick, aber ich krieg's halt eh nicht mehr in die Tülle hier rein. Das ist das Problem bei hier diesen Tuben. Wenn man da nur ein bisschen zu viel drückt, dann ist das Zeug halt verschwendet. Mal gucken, ob ich auch für den Kleber mir noch so irgendwas hole. Aber ich denke, wir können hier sicher sagen, dass die Bereiche jetzt hier abgedeckt sind. Würde ich sagen, machen wir mal einmal mit UV, einmal ohne UV. Danach machen wir einen kleinen Test. So, wie lange? Ich habe keine Ahnung, hier steht halt nichts drauf. Also, dann machen wir das halt mal auf Augenmaß. Eins legen wir einmal um die Ecke, dass da nichts dran kommt. Und das andere bekommt hier das, machen wir mal 90 Sekunden Treatment. Board ist drunter, liegt genau in der Mitte. Würde ich sagen, 90 Sekunden, go. Ich hätte vielleicht den letzten noch wieder festschrauben sollen. Machen wir das mal hier in einem. Licht geht ja trotzdem. Und dann schauen wir mal. Dadurch, dass es so dick ist, könnte es durchaus sein, dass das noch nichts gebracht hat. Und es ist semi-hart. Schon mehr so Richtung Gel geworden, also auf jeden Fall nicht mehr so flüssig. Machen wir das noch mal und probieren wir in der Zwischenzeit mal den hier parallel und der hier. Der ist noch komplett flüssig. Jo. Also es scheint was zu bringen, das Ding mit UV auszuhärten.
wenig überraschend, wenn da was draufsteht, dass es bei UV aushärtet, oder? Okay, schauen wir mal. Hat jetzt ein paar Runden gedreht und so, das ist noch ein bisschen squishy, aber prinzipiell ist es hart. Ich war halt sehr overboard gegangen. Also hier ist viel mehr drauf, als es normal braucht. Aber wir sehen, zumindest an den dünnen Stellen, das ist richtig schön fest. Da bewegt sich nichts mehr. Oh, mal das andere Board hier wieder rüber. Das hatte keine Belichtung und das ist komplett flüssig. Also offensichtlich ist das UV gar nicht so schlecht und ist zumindest in der Lage, hier diesen Kleber halbwegs auszuhärten. Wie gesagt, hier war er jetzt viel zu dick aufgetragen, aber selbst das hat er halt geschafft nach ein paar Minuten. Das ist jetzt, wenn man richtig drauf drückt, kommt noch irgendwie von innen so flüssig raus, aber prinzipiell, das ist fest. Okay, ich würde mal sagen, damit haben wir jetzt nachgewiesen, dass der Kram hier offensichtlich funktioniert. Wir haben UV, wir haben nicht ganz das, was versprochen wurde, das heißt also, ja, mal gucken, ich schreibe mal den Händler an, ob er das nicht korrigieren will und ein Komma da einsetzen will oder so. Weil dann könnte es grob hinkommen, aber solange können wir das hier wieder zusammenbauen und genießen, dass das Ding dann auch weiterhin das tut, was es soll.